Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysium Tale. Und so wie es aussieht, hat uns Ara gerade gesagt, dass ein mächtiger Feind vor uns steht, also wahrscheinlich ein Boss. Don't worry, Dust. I'll be behind you every step of the way. Fidget ist putzig. Way behind. Oh Gott. It's another one of those spiky slime things. Ja. Their persistence, I'll give them that. Much as I pity this corrupted beast, now might be a good time to demonstrate the parry technique. Parieren. Allow it to strike. Hey, you dazed it! Attack and hold the button at the moment of the enemy strike, and you will parry their attack, opening them up for a counterattack. Ah, okay. Timing is crucial, and you must be facing your opponent. And as you can see, a successful parry may also daze your opponent temporarily. Now, put this beast out of its misery. Ara beschreibt das ganz toll. Ah ja. Also warten, bis es angreift, dann zuschlagen. Und wir haben das Dorf erreicht. I see somebody over there. Ask them if they've got anything to eat. We're in a bit of a hurry, Fidget. Don't worry, I'll feed you later. Das ist jetzt aber gemein. Hey, I'm not a pet, but I would appreciate that. Ja, das wollte ich, habe ich auch gerade gedacht. Fidget ist doch kein Haustier, obwohl ich sowas gerne als Haustier haben würde. Okay, wir können mit freundlich gesinnten Charakteren, also mit ihr hier, sprechen. Oh, hello. You surprised me there. Don't get many travelers this far out of town. Ich mag das Dialogsystem außerdem auch mit den gezeichneten Charakteren. Sorry about that. It's nice to finally meet a friendly face. So we're getting closer to the village then? You mean Aurora Village? Yes, it's just beyond those fields to the east. And I think you might be just in time. Warum gerade rechtzeitig? What do you mean? The monster attacks down there have been getting worse. Right before you showed up, I'd swear I heard somebody shouting. Das war vielleicht Fidget. She's right, Dust. I can hear somebody calling for help further down the path. Let's get going. Okay. Yes, please hurry. Be careful. Ja, vorsichtig sind wir immer. Also, dann wir müssen hier weiter. Oh, Speicherpunkt. Hier können wir mal speichern. So, gespeichert ist. Und dann gucken wir mal, was hier los ist. Hasen. Wow. Look at the size of that thing. Okay. Don't worry. I think I can handle it. Gucken wir mal. Exercise all you've learned, Dust. Send these foul creatures from this existence. Hoffen wir mal, dass das klappt. Erst einmal kriegen die ordentlich was hiervon ab. Und ja, das ist ein Bossgegner. Durch den sollten wir durch. Au. Einfach durchgehen. Oh, so kommen wir auch durch ihn durch. Wow. Heilgegenstand schlucken. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir so am Ende sind. Wow. Ja, das ist jetzt schon ein härteres Kaliber. Komm, Fidget, schieß nochmal. Wir brauchen Schüsse. Und wir haben ihn besiegt. Wow, das war mal heftig. Ja, Fidget. Das waren noch nicht alle. Noch mehr.
Das ist jetzt aber auch. Aua, die halt. Die hauen richtig gut rein, hä? Au. Ich glaube, jetzt muss ich mich mal ordentlich heilen. Weil nochmal sterben wäre ungesund. So, einmal durch die Beine durch. Wow. Ah, weg. Komm, schieß mal wieder Fidget. Ah. So, dann machen wir etwas mehr Schaden. So. Und ein paar Mal durch sich durch. Am besten noch ein Hühnchen verbraten. Oh, also die Großen sind echt heftig. Levelaufstieg. So, das war's aber hoffentlich jetzt. Is that it? Did we get all of them? Ich hoff's. Yeah, I think that's it. Well done, Dust. You have proven yourself a worthy swordsmaster. And none too soon. Ja, wir sind mittendrin einmal gestorben. Gott sei Dank hatten wir den Wiederbelebungsstein. They weren't so tough. I could probably take on another 4 or 5 of them. You know, if I had to. And Dust was there. Ja. Oh, thank you so much. Ach, kein Problem. What happened here? I don't know. We were out here checking the fields when those giants attacked. We've been having a lot of problems with smaller beasts, but this is the first time a giant has ever come this close to the village. Hmm. Then the first step of your journey is near its end, Dust. The village lies just ahead. Good. Yes, we arrived. That's great. But what now? That has not yet been revealed to me. These people are safe, and that is what is important. Let us continue onward. Will you two be all right? Yes. I just need a moment to rest. I'm not sure how you did it, but you took down 3 giants single-handedly. Naja, mit links kann man das nicht nennen. Wir sind gestorben. Not a problem. That's what we do. Bringing justice to the weak and defenseless. Ja, und Fidget macht gleich einen auf Helden. Hey, who are you calling weak? Ja, jetzt stellen wir erst einmal wieder im Inventar auf die Äpfel um. Und wir haben einen Stein, der geht jetzt definitiv in Verteidigung. So. Oh, hier werden sogar die Grundwerte angezeigt und hier die Werte mit den Gegenständen. Das ist praktisch. So. Haben die beiden uns noch was zu sagen? We're still a little shook up, but I think we'll be fine. Na gut. I just need to sit here for a while. My leg still hurts. You should get to safety when you can. I cleared out quite a few monsters on the way in, but you never know when they'll be back. Did one of those monsters hurt you? Well, I mean, not exactly. This old lug twisted his ankle running away from those monsters. Nice of you to stick around to protect your poor old wife. I was running to get help. Yeah, lots of help in the tool shed, I'm sure. What, you got a little army hiding in there? Okay, das ist genial. Maybe I should go. Oh no, please don't get the wrong idea. I still love my husband, even if he is a coward. Okay. Bah. Oh, by yourself. Oh, gehen wir lieber weiter. Und gucken wir in das Dorf rein. Kapitel 1. Schicksal. Okay, wenn das Kapitel hat, dann bedeutet das, dass wir noch ziemlich viel vor uns haben. Hoffe ich jedenfalls mal.
Dorf Aurora. Oh, das hier sieht nett aus. Oh, Leute. Die wollen uns nicht reinlassen. Are they gone? I don't hear anything. Tolle Miliz. If you're referring to the giants, I took care of them. They're dead? Yep, thoroughly expired. They were no match for us. There's an older couple back there that could use some help, though. Yeah. That must have been Oneida and her husband, Dan. Thank you. We'll send help right away. So you're saying you just happened to show up at the right time, huh? Ja, weil wir eigentlich gar nichts wissen. I suppose. Interesting coincidence. If you're suggesting I had something to do with this attack... Whoa, whoa, take it easy. I have to apologize for my big friend Calum here. We're just a little overwhelmed is all. What's been happening here? Die machen sich echt in die Hosen. I guess you missed the endless hordes of bloodthirsty monsters on your way in? Nein, die sind uns nicht entgangen. They used to stay in the mountains, away from the village. Now they're attacking us on a daily basis. No one's been hurt yet, at least not until today. If giants are showing up near Oneida's farm, things are far worse than we thought. Speaking of which, where exactly do you come from? There's nothing west of here except crazy old Cora. Eine Lichtung. Prospectors. We are prospectors, and we're out on an excavation to find ore deposits in the mountains. You know, gold, silver, manganite. Wie Fidget lügen kann. Prospectors, eh? You're certainly well armed for the job. Ja. Like you said, there are a lot of monsters out there. Well, we're indebted to you either way, so go on through. But I'm watching the two of you. Ach, das ist aber freundlich. Please, make yourselves at home. My name is Bean. There's not much here, but we do have a merchant if you need supplies. Okay. Thank you. We'll be on our way then. Gut, dann gucken wir mal. Prospectors, Fidgets, that was the best thing you could come up with. Oh ja. It was the first thing that popped into my head. It's not like you had anything better. Come on, let's get away from these guards. All right, Ara. Where to now? Ja, Ara. You're right where you need to be. The answers to your identity lie somewhere in this village. Okay. I know this place, that's for certain. I'm sure I've been here before, but nobody seems to recognize me. And you, in turn, do not recognize them. Yet I feel there is something here that may yet trigger your memory's return. Maybe we should look around for a bit then? If you really have been here before, maybe somebody will recognize you. Gucken wir mal. That is a good idea, Fidget. Let us meet with the townspeople. I am certain that the next step of your journey will reveal itself in time. Very well. But something... something here is making me uneasy. Like the calm before a storm. Schauen wir mal. Charaktere mit einem Federsymbol haben eine Mission bereit. Ah ja. Jetzt will ich erstmal gucken, wo ich den nächsten Speicherpunkt finde, bevor ich mich hier durch das Dorf durchfrage. Hier schon mal nicht. Hier ist nur ein Questgeber. Oh, hier unten gibt es eine Schatztruhe. Die öffnen wir doch mal. So, so, so. Und Truhe offen. Schatz und ein Ring. Oh, ein Zimtgebäck. Also Gegenstände. 100 Gesundheit. Gegengift. Ring. Angriff, Verteidigung, Glück. Das ist schick. Okay. Ich suche jetzt mal den nächsten Speicherpunkt, bevor ich mit irgendwem hier rede. Hi there. Well, hello. Oh, die hat was zu sagen. You're a quiet one.
Dust, manners. You'll have to excuse him. He's a bit worn out, saving the village and everything, you know? Yes, I heard something about that. Yes. Well, good. Honestly, it doesn't matter. They'll just keep coming back. Ja, das müssen wir wahrscheinlich aufhalten. And there's nothing we can do about it. Excuse me. Okay. Das bedeutet, wir dürfen Dorfritter spielen, aber erst einmal. She's a cheerful one, huh? Das war jetzt Sarkasmus. A bit of gratitude might have been nice. What kind of a bratty... Na, jetzt wird aber überheblich. Hey, ease off, Dust. She looked like she was pretty depressed. Ja, da hat Fidget recht. I don't know why I said that. I'm sorry, Fidget. I don't know what came over me just then. Come on, let's keep moving. Ich habe ja so eine Vermutung, wir sind der mächtige Krieger aus der letzten vom Anfang, der ja, der da die Horden von Dorfbewohnern niedergemacht hat. Und jetzt haben wir unser Gedächtnis verloren und müssen dem Dorf halt, das wir kaputt gemacht haben, helfen. Na, hier geht's nur weiter. Ich will aber den Speicherpunkt finden. Denn die Folge wird langsam etwas lang. Ich wollte ja nur die erste Folge etwas länger machen. Die anderen... Ah, hier muss der Speicherpunkt irgendwo sein. Denn hier fliegen... Ja, genau, Sachen durch die Gegend. Also speichere ich mal. Ja. Und dann gibt es erst einmal einen Cut. Also, bis dann.